Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ausgepackt, der Rubrik, wo ich, der werte behendete Gregor, der jetzt hier mit Handnummer links und Handnummer rechts, nee, das sind keine Nummern, ne? Links und rechts sind Bezeichnungen und keine Nummern, Handnummer 1 und Handnummer 2, müssen wir wahrscheinlich sagen, Sachen, die mir entweder der Postbote direkt vor die Haustür gebracht hat, auspacke und mal kurz vorführe und mal sehen, was da Schönes drin ist oder irgendetwas aus meinem Regal, was ich dort zeigetechnisch befindet, raushole, um da mal ein bisschen retromäßig mir oder dass wir uns gemeinsam eine ältere Spieleserie angucken. So, Postbote hat diesmal endlich rumgebracht und ach, da werde ich wahrscheinlich aber, glaube ich, nochmal ein bisschen schimpfen. Besser gesagt, der Postbote hat es nicht gebracht, sondern ich musste es mir abholen nach einer relativ langen Odyssee, nämlich das hier, Fire Emblem Awakening. Endlich. Habt ihr schon gesehen in der Demo-Fassung im Gregors Gaming Gyros, das Strategie-Rollenspiel, naja, besser gesagt mehr Strategie als Rollenspiel von Nintendo, sehr, sehr große Wertungen abgefahren. Ich habe es mir natürlich dann bestellt. Ich habe es mir bestellt bei völkner.de, eine Seite, die ich bisher noch nicht kannte, aber da gab es so einen Rabatt, den man mitnehmen konnte, dass es anstatt so knapp 38, 39 Euro 30 Euro kostet. Ich hatte aber ein paar kleine Problemchen damit. Ich weiß nicht, ob ich, ich muss nochmal eruieren, wo genau das dann lag. Ich habe es dann am Sonntag bestellt, ja, wo ich dann diesen speziellen Code eingegeben habe und da so 30 Euro, ja, kann man ja machen. Normalerweise versandkostenfrei, aber man konnte nur Versand auswählen, dass man 5 Euro bezahlt und dann ein 24-Stunden-Service ist, ne, dass man das gleich am nächsten Tag geliefert bekommt. Wenn man das aber am Wochenende macht, funktioniert dieser 24-Stunden-Service nicht, also wäre es eh Wumpe gewesen, ob ich den anwähle oder nicht, konnte ich leider nicht wegnehmen, also musste ich 5 Euro mehr bezahlen. Effektiv lag es dann also bei 36 Euro, habe ich insgesamt 4 Euro, 3 bis 4 Euro gegenüber der Retail-Fassung, wenn ich in den Laden gegangen wäre, hätte uns gespart. Na okay, kann man machen, was soll's. Das Ding ist nicht dann am Dienstag angekommen, wenn sie es Montag verschickt hätten, sondern ich hatte eine ganze Woche später erst auf der Arbeit, obwohl ich es mir da habe hinschicken lassen, einen Zettel von der Post, dass ich es mir gerne abholen darf und dort mit Pass vorgehen muss, also mit dem Ausweis und so weiter. Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist, obwohl ich diese Gebühr bezahlt habe, die mir das eh nicht innerhalb von 24 Stunden hätte liefern können, aber nicht mal dann vom nächsten Werk da kann, sondern eine Woche später die Lieferung erst gekommen ist. Das lässt mich zweimal überlegen, ob ich da nochmal bestelle. Aber das soll jetzt egal sein. Fire Emblem ist da und endlich kann ich wieder beruhigt meinen 3DS aufladen. Nintendo mag keine Handbücher mehr, ne? Das ist das Handbuch. Der Handzettel, besser gesagt. Immerhin in Farbe, ja. Man kann so aufklappen, sieht man ein bisschen was. Man kann so umdrehen und da sieht man auch ein bisschen was. Sind wohl die, ja, die Möglichkeiten für Nintendo zu sparen, aber dafür haben sie genug Papier, um dort Werbung und wichtige Informationen zu packen. Na gut, sollen wir machen. Das Spiel ist eh das Wichtige, was da drin ist. Bisschen schade, obwohl die natürlich mittlerweile, um Plastik zu sparen, diese Aussparungen dort machen. So Spiele wie Mario Land 3D haben ja nochmal ein bisschen Artwork dahinter. Das vermisse ich hier ein klein wenig, aber hey, Fire Emblem als Spiel ist es wert. Es gibt das Gregors Gaming Gyros, es gibt noch ein separates Ausgepackt zur kompletten Serie, die anderen Fire Emblem Spiele, die ich habe, und ich freue mich sehr darauf, dann diverse Bahnfahrten und Ausflüge, wo ich ein bisschen was spielen kann, damit zu, ja, ein bisschen spaßiger zu machen. Schade, ich habe gerade noch mal, ich wollte gerade achten, ob da noch mal ein Wendecover da ist, weil dieser scheiß FSK, USK-Sticker hier draufgedruckt ist und so weiter, aber es gibt kein Wendecover dort drin. Ach, schade, schade. Verdammte USK. Okay. Fire Emblem, dann. Ich habe was bestellt, ein bisschen älteres Spiel, aber das gab es jetzt nur für knapp 29 Euro. Nicht für mich, sondern für meine Geschwister, nämlich Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 3. Ich habe alle Assassin's Creed Spiele hier für die PlayStation 3. Ich habe kein einziges von dem bisher länger gespielt als mal, obwohl, nee doch, ich habe, welches war das? Also für mich persönlich habe ich noch keins wirklich länger gespielt. Ich habe ein, zwei Stunden, glaube ich, in den Zweier mal reingeschaut. Aber ein bisschen länger für die Arbeit gespielt habe ich Assassin's Creed, war es Brotherhood oder Revolution? Also eines von den Sequels von Assassin's Creed, weil ich dann mir das für Player angeschaut habe und dann doch so ein Dutzend Stunden reingespielt habe. Aber natürlich als jemand, der nicht behaftet ist in der
Geschichte der Serie und in dem Ganzen habe ich es jetzt nicht für private Sinne und Zwecke genießen können. Meine Geschwister fahren aber voll drauf ab auf Assassin's Creed und haben jeden Teil, den ich ihnen dann gegeben habe, durchgespielt bisher. Der dritte, leider als nicht mehr Chefredakteur, bekommt man auch keine Rezensionsmuster von den Sachen, die man dann auch sich in Ruhe angucken kann, wenn man sie in der Sendung verbraten hat. Das musste ich mir jetzt selbst kaufen. Das kriegen meine Geschwister geschenkt. Bisschen merkwürdig finde ich, ich habe das jetzt von Zavi auch bestellt für 29 Euro. Das ist aber keine normale Sony offizielle PlayStation-Hülle, sondern so neu wiederverschweißt. Und ich kenne solche Schweißmaschinen. Gibt es einfach in den Kellern von Kaufhäusern beispielsweise. Ich hatte mal ein Praktikum gemacht bei dem Virgin Megastore in Hamburg, als es den noch gab. Und da konnte man unten so CDs und ja, DVDs gab es damals nicht, aber CDs verschweißen. Da konnte man das Gerät ran und dann hatte es diese billige Zellophan-Packung. Ich hoffe mal, dass ich jetzt kein schlecht erhaltenes, gebrauchtes Exemplar habe, obwohl die Packung sieht ziemlich neu aus. Und drin, gucken wir mal auch, Spiel ist auch nagelneu und das Handbuch sieht eigentlich auch noch nicht einmal angefasst aus. Sehr, jetzt muss ich das vielleicht doch ein bisschen blurren, da war irgendwie so ein komischer Code, was ist denn das? Uplay, Multiplayer Access Code. Na gut, ich weiß nicht, ob meine Geschwister Multiplayer spielen wollen, aber sicher ist sicher das Handbuch. Ja gut, Ubisoft ist da ähnlich wie Nintendo. Nur, obwohl sie mehr Seiten haben, ist es noch ein bisschen hässlicher. Richtige Handbücher gibt es dann eh nicht mehr. Und auch Inlay Artwork und so weiter auch nicht. Und dafür stattdessen diesen komischen Uplay Service, wo man sich nochmal speziell anmelden muss. Ja, ich werde jetzt nicht mit Assassin's Creed 3 in die Serie einsteigen. Ich hoffe, dass meine Geschwister dann Spaß haben und die Storyline weitertreiben, abschließen können, je nachdem, was sie dafür spaßig rausholen sollen. Lustig war, falls jemand von euch den Deutschen Computerspielepreis verfolgt hat, an dem ich ja mitgearbeitet habe, alle Videos, die dort auf der Leinwand zu sehen waren, habe ich produziert. Für den Preis des besten internationalen Konsolenspiels, der Lara, das ist der spezielle Preis, der für internationale Sachen vergeben wird, kam Kurt Krömer auf die Bühne und hat die Laudatio gehalten, hat sozusagen vorher ein paar Worte gesagt und hier sind die Nominierten sozusagen. Und da ist er in eine richtige Tirade losgegangen gegenüber Assassin's Creed 3, ne? Zum Beispiel mit wechselnden Protagonisten und Downloaden von Patches und Aktivieren übers Internet und schlechten Versand von der Post und so weiter. Und obwohl ich Kurt Krömer eigentlich nicht mag und seinen Stil und sowas, es war doch schon recht amüsant und recht emotional. Also wenn ich Assassin's Creed 3 sehe, denke ich jetzt mehr an die Rede vom Kurt Krömer. Ich hoffe, meine Geschwister haben Spaß damit. So, eine weitere Sache jetzt. Ja, Minderjährige sollten wegschauen, denn jetzt wird es heiß und saftig, hätte ich was gesagt, aber saftig ist vielleicht das falsche Adjektiv dazu. Das ist die DVD-Box von Flash Gordon, Teil 1 und 2. Und nicht Flash Gordon mit A, sondern Flash Gordon. Die Porno-Parodie, könnte man tatsächlich sagen, vom bekannten Sci-Fi-Helden. Es begab sich vor einigen Wochen, war im Hamburger Metropolis-Kino Trashfilm Nacht. Ne? Und Flash Gordon war sozusagen aus den 70ern eine, ja, ursprünglich mal als Pornofilm gedacht gewesen, so mit Story, dass anstatt Flash Gordon, der in den Weltraum reist und den Imperator Ming bekämpft und auf dem Planeten mit den Flügelmenschen oder sowas ist, hat man einfach so eine Pornoparodie draus gemacht mit viel Gepimper und schlechten Witzen und so weiter. Der Film, aber die richtigen Pornoszenen sind irgendwie der Schere zum Opfer gefallen. Übrig geblieben ist sozusagen das, was man beim Porno normalerweise vorspult, nämlich die Geschichte. Ne, von Flash Gordon. Und das hat sehr, sehr unendlich viel Trash-Potenzial gehabt, weil teilweise, es sieht so aus, als ob die sich die Leute Mühe gegeben haben bei vielen der Kulissen, bei vielen der Spezialeffekte, die da sind, aber dazu noch ein extrem juveniler Humor dabei gewesen. Ich glaube, irgendwelche Special Effects-Leute, Rick Baker, der unter anderem bei Ein Werwolf in London mitgearbeitet und so großartiges Make-up für den Werwolf gemacht hat, hat er mitgearbeitet, aber Zusammenschluss mit dem Kino war es ein sehr lustiges Erlebnis und alle haben sich richtig beömmelt dabei. Und da waren einige lustige Szenen drin, die natürlich auch jugendfrei zeigbar sind, dadurch, dass die ganzen Pornoszenen rausgeschnitten wurden. Und ich habe mir gedacht, die werden bestimmt ein paar lustige Clips für so Minimats machen, für so die kleinen Bildeinschübe, die wir in der Sendung haben, weil da sind wirklich ein paar
sehr beknackte, abgedrehte Sätze drin, wo man nicht anders machen kann, als schallend laut loszulachen. Hier auch dabei ist Teil 2, der, ich habe mich mal informiert, der ein paar ja, Jahrzehnte fast schon, der kam irgendwie so 12, 13 Jahre später als der erste, so Ende der 80er, Anfang der 90er, der aber genauso trashig aufgebaut ist. Und ich glaube, rein als Trash-Film-Fan, da werde ich jede Menge Clip-Potenzial haben für lustige kleine Mini-Einspieler, die ich für irgendwas dann verwenden kann. Und ganz im Ernst, wer dann Pornos braucht, der braucht sich ja auch keine DVDs wirklich bestellen. Keine Jugendfreigabe, mal sehen. Was steht denn hier nochmal drauf? Das wollte ich noch nicht wegschmeißen. DVD is exactly as described and, na, können wir scharf schalten hier, scharf, schau mal scharf. Na, ich lese einfach mal vor, wenn es nicht scharf schaltet. DVD is English audio, please start the feature movie, use the language button, your remote to change the audio option from German to English. Hier steht nur drauf, wahrscheinlich ist das nicht vermerkt hier, weil das ganze Cover und alles, die Schrift ist in Deutsch, dass auch die englischen Fassungen dort mit drauf sind. Drin ist nicht viel mehr als eine DVD mit beiden Teilen. Die Filmvariante, die wir in Metropolis gesehen haben, war qualitativ schon ziemlich angegriffen. Ich bezweifle, dass das Remastering davon so gut wird, aber die guckt man sich ja auch nicht vor wegen der Bildqualität an. Ich hoffe, dass da ordentlich Lachpotenzial mit bei ist und vielleicht kann man den zweiten nochmal für einen Trash-Filmabend akquirieren. So, ich habe hier ein paar Sachen noch von meiner Amazon-Wunschliste, unter anderem vom Sebastian, der mir schreibt, ich hoffe, du bringst mal einen Gedankensprung zu deinem Werdegang zum Videospieljournalisten und mit Tipps für alle, die es mal werden wollen, wie mich zum Beispiel. Viel Spaß mit diesem Manga und deiner Blu-ray, dein Sebastian. Ich werde tatsächlich irgendwann mal einen Gedankensprung machen, der sich ja damit beschäftigt, habe ich mir schon mal angedacht, wie ich zum Journalisten geworden bin, nicht zwangsweise Videospieljournalist, weil ich bin TV-Journalist an sich. Dass ich jetzt im Bereich Videospiele arbeite, ist ein glücklicher Wink des Zufalls, nennen wir es mal so. Aber da wollte ich eh irgendwann mal einen Gedankensprung in Ruhe machen. Ich muss nur mal dann entsprechend die Zeit finden, dass ich mir vorher mal Gedanken machen kann, zusammenfassen kann. Ich glaube, da habe ich einiges Interessantes zu sagen, nicht so in Richtung nur Tipps und zeigen, sondern es wäre mehr so ein bisschen im Gedächtnis herumkramen und schauen, wie das denn zustande gekommen ist. Bis es soweit ist, kann ich aber, das ist ja noch dicker als der erste Band. Umineko, When They Cry, Episode 1, Legend of the Golden Witch, Band Nummer 2. Guck mal, wie dick der Schmöker hier ist. Ich habe ja schon den ersten Manga von Umineko bekommen und das ist, ja, ich hätte es wahrscheinlich in meinen anderen ausgepackt schon mal, dann erklärt, eigentlich eine Visual Novel gewesen, ein Text-Adventure für den Computer, von dem ich mir auch die japanische Version besorgt habe. Da gibt es das erste Kapitel umsonst zum Download. Vielleicht kann ich ja irgendwo nochmal den Link dazu finden. Nur ich bin bisher nicht dazu gekommen, das als Visual Novel zu spielen. Und ich glaube, als Manga könnte sich so eine Geschichte rund um Mysterien und Hexen und Morde und so weiter ganz gut eignen. Guck mal, wie dick dieser Schmöker ist. Also da werde ich auch auf jeden Fall zumindest mehrere Bahnfahrten mit verbringen können. Vielen lieben Dank. Und hier haben wir noch mein besonderer Dank gilt deinen außerirdisch guten Plauschangriffen und Gedankensprung. Gruß, Bazzi oder Bazzi. Ja, gern geschehen. Gern geschehen. Ach, es produziert hier wieder so viel Müll. Da freut sich der Müllmann, dass er mal wieder ein bisschen was hier mitnehmen kann. Mal gucken, was mir der werte Bazzi denn vermacht hat. Schönes. Aha. Steelcase Single Unit, okay. Gucken wir mal, was es denn ist, was es denn sein könnte. Ah, sehr cool, sehr cool. Den wollte ich mir schon lange mal einverleiben. Es ist die Steelbook Edition von, vielleicht haben es einige hier schon erkannt, aber Mann, was für ein Müllberg dort. District 9, der Sci-Fi-Action-Film von Neil Blomkamp, dem Protégé von Peter Jackson, ursprünglich mal angedacht als Regisseur des Halo-Films, als er nicht zustande gekommen ist, für knapp 25 bis 30 Millionen Dollar District 9 gedreht und einer der wegweisenden, ja, kann man schon sagen, wegweisenden Budget-Sci-Fi-Filme, cool gemacht, cool inszeniert. Ich habe ihm, seitdem wir ihn mal gemeinsam im Kino alle geguckt haben mit der Redaktion, weiß ganz genau, da sind wir von der damaligen Gamescom zurückgekommen, am gleichen Tag, waren total kaputt, Sonntagmorgen, am gleichen Tag, Sonntagabend, war aber so der letzte Tag vom Fantasy-Filmfest hier in Hamburg. Und da sind wir alle gemeinsam zu 10
in District 9 reingegangen und waren alle ziemlich geplättet. Ich habe den seitdem nicht mehr gesehen, freue mich aber sehr darauf, die Blu-ray dann nochmal dazu. Vielen lieben Dank auch da nochmal. So, das waren die Sachen, die heute dann im Ausgepackt zu sehen waren. Ich bringe nochmal alles zusammen für das Gruppenfoto. Guck mal, hier unten passt vielleicht Fire Emblem rein. Da kann man das hier hin tun. Assassin's Creed ist da. Ich glaube da. Oh, wie kriege ich denn Umineko dort rein? Das passt da nicht ganz so gut, ne? Müsste man vielleicht einmal so ein bisschen halten, ne? Da. Ich muss bei District 9 auch immer daran denken, das ist ja ein Film aus Südafrika und man kennt ja die, oh, nochmal für den Groupshot hier, so, da haben wir auch ein schönes Vorschaubild. Ich muss bei District 9 auch immer denken, dass es ja tatsächlich in Südafrika spielt, ist es in Kapstadt gewesen, ne? In Kapstadt, muss ich immer an die südafrikanische Rap-Gruppe Die Antwort denken, die ganz, ganz schräge Videos und Musik produzieren mit, wie heißt nochmal, diese komische, naja, komisch ist dann auch wieder ein bisschen negativ ausgedrückt, aber doch eher andere Schönheit und Musikerin Yolandi. Bei der weiß ich nicht, ist die heiß oder ist die nicht heiß? Ich bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall ist es sehr freaky immer. Oder es ist hier so ein Aufkleber oder sowas. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, ich glaube zwar nicht, dass es Überschneidungen von District 9 und Die Antwort dann gibt, aber irgendwie sind die bei mir im Köpfchen miteinander zusammengepackt. Aber gut, nee, ich lasse es erstmal drauf, bevor ich dann noch hier irgendwie was wegreiße. Okay, das war's für das Ausgepackt heute. Ich war der Gregor, bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss.